Also Lukas gegen Ness im Prinzip. Wenn man das sich so vorstellen kann. Wow. Was sagen wir dazu? Ich werde fertig gemacht. Ich dachte, ich würde ihn jetzt richtig killen, so, aber na gut. Und er wurde vom Auto erwischt, du Opfer! Guck mal, den sperren wir jetzt hier einfach ein. Verbrennen. Boah, wenn ich dich krieg. Ach, scheiße. Okay, okay. Jetzt krieg ich auch ein Fett ab. Ich will das. Jetzt hat er es bekommen. Boah, ich kann ausrasten. Er hat das zweite im Flug bekommen, Alter. Wenn er jetzt das dritte auch noch bekommt, dann bin ich tot. Aber er weicht wunderbar meinen Attacken aus, wie ihr seht. Und macht mich fertig. Und er kriegt das dritte Teil. Was sagt man dazu? Ne, er kriegt es noch nicht. Zwangsläufig. So, jetzt habe ich auch eins. Ha, was soll ich machen? Muss mir erst abholen. Er stirbt noch nicht ganz. Jetzt aber. Okay, einmal getötet. Ich lasse die anderen beiden fallen und ich schnapp sie mir. Das ist mein Plan. Er hat doch noch eins bekommen. Aber jetzt... Nein! Boah, ich krieg's nicht. Ich krieg es einfach nicht. Guck mal, hier eine Überraschung für dich. Okay, er hat einen Pokéball. Das ist natürlich 100-mal besser. Das Mauzi, ich bleib sowas von hier in der Stage. Okay. Boah, was für ein Kampf, Alter. Scheiße. Er hat jetzt wieder zwei davon. Es geht um diese Drago-Unterlage. Ich find's so fett. Wer drei bekommt... eine optimale Gelegenheit und er hätte jetzt fast das dritte bekommen, den anderen zu töten. Baseballschläger. Ah, und er kriegt den Baseballschläger. Immer wenn ich ein cooles Item sehe, aber jetzt bist du tot, Alter. Immer wenn ich ein cooles Item sehe, kriegt er es. Das ist ein Horror. Diddy Kong. Donkey Kong wird angegriffen, besiege seinen Gegner in der Familienbande. Okay, ich muss Donkey Kong beschützen irgendwie. Den armen Kerl. Ah, was macht man nicht alles für die Familie? Riesig, davon wird keiner was gewinnen. Was heißt das, ich muss ihn beschützen oder ich muss gewinnen? Weil ich sieht doch mehr so aus, als hätte... Ich wollte das! Oh mein Gott, jetzt hat der Tingle bekommen. Moment, kann es sein, dass ich total schnell rausfliegen kann, weil der hat mich einmal gepackt gerade. Und das war eh nur Tingle. Oh, eine Klebebombe. Das könnte auch nach hinten losgehen. Ich glaube, jetzt habe ich einen Donkey Kong befestigt, oder? Ja. Sorry, mein Alter. Boah. Wo bin ich denn überhaupt? Okay. Ich glaube, Donkey Kong ist eigentlich mehr der, der mich beschützen muss. Weil ich mache den Gegnern kaum Schaden. Und ich glaube, hingegen kann ich ziemlich schnell rausfliegen. Ich mache einfach Survival-Kurs. Ich meine, jetzt ist ja jeder von den Gegnern einmal tot. Scheiße, mein DK ist auch tot. Nicht die Mutti tot. Aber Tokaro ist jetzt einmal tot. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Mann, ist jetzt einmal gestorben. Das habe ich echt nicht gecheckt. Oh, da versuche ich mal, mich von Chic fernzuhalten. Ich kann mich gar nicht mehr decken hier. Wo ist die Bombe? Wo ist die Klebebombe? Nicht zu hoch. Der stirbt. Ne, der stirbt nicht. Chic stirbt. Donkey Kong hat's gemacht. Wunderbar. Samus, begib dich in die Sicherheitskapsel, um dich vor der kochenden Lava zu schützen. Gut. Das klingt, als wäre es nicht eine allzu lange Mission. Ja, mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht, wer die Gegner sind, wie lange das dauert, also bis das passiert. Ich hab alle da 100%. Nur haben die unendlich Leben und ich habe nur zwei. Die sind natürlich voll hinter mir her. Ja klar, wenn niemand gegen 100 kämpft. Ich warte, ob es diese scheiß Sicherheitskapsel kommt. Ist das normal, dass man so leicht in der Luft ist? Auf. Jetzt. So, jetzt kommt bloß ab. Das ist mein. Meine Kapsel. Von wegen meine Kapsel, Alter. Einmal geboxt. Ich hab versucht, Smash-Attacken zu machen. Ging nichts. Hier habe ich einfach fertig gemacht. Oh Mann, das
kann ich neu starten? Kann man nicht. Es gibt kein Neustart. Naja, dann machen wir einfach bis zum bitteren Ende weiter, weil es hat schon so kacke angefangen. Es hat schon so beschissen angefangen, dass der erste Schlag mich direkt erwischt hat und getötet hat. Jetzt krieg ich bestimmt einen ab. Ja, tot. Noch bevor es soweit ist. Das ist gar nicht mehr so leicht, weil die mich die ganze Zeit instant killen. Ich meine, die haben ja auch 300%, aber dem bringt das ja nicht so viel. Okay, jetzt hat irgendwie die Hälfte meiner Moves gar nicht mehr funktioniert. Sieht genauso beschissen aus wie eben. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich mal kämpfe, ha, dann habe ich es auch mal gut. Aber ihr seht ja, es bringt gar nichts. Scheiße, Alter. Bereit? Ganz schlechte Idee, ich versuche jetzt echt noch mehr auszuweichen. Vor allem Fox, der ist der Schlimmste. Weil der mich jetzt mit Luftattacken rauskickt. Boah, von wegen, jetzt ist Captain Falcon gewesen. So, solange hier oben bleiben, wie es nur geht, bis man irgendwann automatisch unten landet. Kommt die Kapsel, ja. Bleib draußen! Nein, sie machen mich immer fertig, wenn die Kapsel da ist. Scheiße! Boah, fuck, Alter. Bitteschön. Ich hab vielleicht eine Sekunde Ruhe von Fox, aber wirklich nur eine Sekunde. Oh, das war der falsche Knie, Alter. Ist echt eine Frage der Zeit, bis die mich erwischen. Vor allem, die sind ja auch viel schneller als ich im Bewegen. Ich könnte mich mega schnell bewegen dagegen. Das ist eine Kapsel. Okay, meine Chancen stehen gut. Okay, ich hab's geschafft. Captain Falcon hat es zwar irgendwie auch geschafft, theoretisch, aber egal. Jetzt bin ich Captain Falcon. Tull nicht herum, sonst ist das Rennen gelaufen. Brause mit dem Blue Falcon da vorne. Also muss ich die Gegner mit einer Smash-Attacke killen, glaube ich. Also mit einer Ultra-Smash. Zwei Rocks. Ich bin so unendlich leben. Ich habe immer nur ein Leben. Ist hier drin ein Smash-Ball? Nö, aber... Das ist auch gut. Kriege ich den... Ah, nicht ganz. Yes. Nein, voll daneben. Voll daneben. Ich will den Pokéball. Rubella, es ist gut. Rubella könnte nicht das passieren, was hier passiert, weil. Dass die Gegner einfach auffällt. Wenn man zumindest meint. So. Okay, ich habe einen erwischt. Ach, scheiße. Okay, er bleibt auch tot dann dafür. Das gleiche mit noch einmal. Ja, nein, ich hab doch B gedrückt. Fehlschlag? Wieso Fehlschlag? Was habe ich falsch gemacht? Ach so, wahrscheinlich bis eine Runde vorbei ist oder so. Ah, Mann, ich habe echt schon B gedrückt gehabt. Aber, ne. Dann hat er es mir wieder abgeknüpft. Das ist mal wieder das Computergegner. Alles dürfen mit einem. Ja. Ist eigentlich besser, wenn man wirklich beide erwischt irgendwie. Ein. Sonst hat man das Problem. Ne? Oh ja, jetzt habe ich beide. Jetzt habe ich euch beide. Penner, tschüss. Geschafft. Seine Energie scheint grenzenlos. Nutze also Lucario die Macht der Aura. Also ich denke, das heißt, ich habe einfach viele Prozente. Weil je mehr Prozente ich habe, desto fetter werden die meine Attacken. Als Lucario. Mal schauen. Oh ja, ich habe wirklich eine Menge Schaden. Hilfe. Ich versuche mich hier unten aufzuhalten, weil dann könnte ich vielleicht eher eine Attacke übernehmen. Oh nein. Ja, ich bin tot. Ne, nee, noch nicht. Ich will immer aus Reflex auf Start und Neustart klicken. Das gibt's gar nicht. Das gab's in mir. Oh. Seht ihr, ich habe jetzt überlebt, weil ich in dieser Hülle hier drin schicke. Weg. Oh Mann. Boah, was für eine scheiß Wombo-Kombo, Alter. Einer packt mich und der andere macht eine Smash-Attacke auf mich. Was kann ich da noch machen?
gegen. Die machen mich einfach komplett fertig. Oh Mann, ich wollte die gar nicht abfeuern. Okay, ich habe irgendwie ein Nest gekillt. Denke ich mal. Ja. Nur eine einfache Attacke. Ich habe es doch so Zelda rauskriege. Ja, leider nicht. Jetzt aber. Nein, 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 nicht. Doch, jetzt aber. Boah. Wunderbar. Eigentlich wollte ich KK's Show genießen, doch Störenfriede lasse ich nicht in Ruhe. Ich bin der arme Ness. Und das ist eine besondere Mission. Denn hier hören wir diesen Hund, KK irgendwas. Was man sonst normalerweise, glaube ich, nur... Also normalerweise ist er gar nicht da und so. Boah, die sind echt klein. Diese Ordnungs. Alle einnehmen. Aber die halten trotzdem gut durch. Okay, einer tot, zwei tot, drei tot. Der ist halt normalerweise nur Samstag um 20 Uhr tatsächlich da. Also wenn man die Uhr auf der Wii auf Samstag gegen 20 bis 24 Uhr darauf hat, dann ist er da, sonst nur in dieser Mission. So, drei Monster tyrannisieren die Stadt. Nur du kannst allein, du allein kannst sie aufhalten. Rob, okay. Ich behörde einen Roboter. In der Großstadt. Naja. Bereit? Okay, fetter Donkey Kong, fetter Glurak und fetter Bowser. Erinnert ein bisschen an diese Großstadtmission aus Smash Bros. Melee, wo Donkey Kong gegen Bowser war. Und ich glaube, wer war ich denn nochmal? Müsste als Bowser spielen, glaube ich. Jetzt sind es halt drei Fette und ich bin so der Rob. Keine Ahnung, alle kriegen sich hier. Ich bin halt der Einzige, der nicht riesig ist. Okay, wenn die von diesem Devil-Typen da gefressen werden, dann sterben die. Okay, einer ist schon mal weg. Nicht schlecht für mich. Wenn die von dem da gefressen werden, der macht nämlich so einen One-Hit-K.O.-Attack. Na, jetzt ist er weg. Vor allem sind die natürlich voll hinter mir, die Gegner. Scheiß mal drauf. Dass sie sich selbst noch haben. Ich versuche einfach nur abzuholen. Das ist eine Kapsel, vielleicht ist da was Cooles drin. Hier, bitteschön. Ein Sticker. Okay. Muss ich noch einen aufhalten? Au. Ich glaube sogar, ich habe eine gute Chance. Er aber auch. Autsch. Ich versuche jetzt einfach mal. Nein, von wegen, ich versuche jetzt einfach mal. Er hat mich erbarmungslos gekriegt, ey. Dreck. Ja, die Missionen sind jetzt anspruchsvoller geworden, merkt ihr vielleicht. Man schafft nicht mal alles mal so easy jetzt. Dauert das alles schon mal so ein paar Versuche. So, könnte es mir gerade gefallen. Was ist das? Ach, eine Banane schon. Ne, das war was zu essen, okay. Also hauen sich, aber die hauen sich nicht wirklich viel, also da können die auch echt wenig Schaden. So, da ist ein schwebender, nennen wir es mal eine Limousine, also eine schwebende Limousine, darauf kann man auch rumstecken. Vielleicht mache ich das einfach mal, warte ab, bis die sich einfach gegenseitig ein bisschen fertig gemacht haben. Aber stattdessen hängen die jetzt alle in einer Ecke rum und guck mal, die hängen sich voll auf. Bowser kommt gar nicht mehr klar. Versuch nur gegen die Wand zu rennen. Okay. Oh, der Hammer, der wäre nice gewesen, wenn ich gekommen hätte, aber... Okay, oder so, geht ja auch. Wenn ich selbst damit killt, dann ist er gut. Dann ist er gut, Freunde der Sonne. So, ich habe vor der Aufnahme vergessen, mein Fenster zuzumachen. Ich hoffe, man hört hier keine Kirchglocke, weil ich wohne sehr in der Nähe von einer Kirche. Ja, das ist echt ein Spaß, wenn ich immer läutet. Jetzt gerade habe ich das Fenster auf. Also ich hoffe, es ist nicht allzu laut gerade. Wenn ihr es gar nicht hört, dann ignoriert, was ich gerade gesagt habe. Oh, okay, er hat ihn gekillt. Jetzt muss ich aber einen dicken Bowser töten. Nein, ich muss ihn töten. Boah, jetzt bekommt meine Gelegenheit. Und ich habe es geschafft. Das habe ich nicht mehr erwartet, dass mein Schlag den töten wird. Aber gut. Gut für mich.